Durch das Schließen von Bars, von Restaurants und anderen Betrieben haben sich bereits mehr als 100.000 Menschen hierzulande arbeitslos gemeldet. Und wenn man dem Chefökonom des Thinktanks Momentum, Oliver Pizek, Glauben schenken darf, dann ist das erst der Anfang. Er ist mir jetzt live zugeschaltet. Danke vielmals für Ihre Zeit, Herr Pizek. Gerne. Willkommen. Sie haben Volkswirtschaftslehre in Wien, Paris und New York studiert und Ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt ist europäische Makroökonomie. Sie haben für den Think Tank Momentum Berechnungen angestellt und sind auf eine erschütternde Zahl von fast 800.000 gefährdeten Arbeitsplätzen in Österreich durch die Corona-Krise gekommen. Wie haben Sie das denn berechnet und wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Worst Case auch tatsächlich eintritt? Ja, die Berechnung ist alles, so wie alles, was man derzeit berechnet, für diese Corona-Krise sehr ungefähr. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, das deutsche IFO-Institut hat gestern eine Schätzung für die Wirtschaft, für die deutsche Wirtschaft veröffentlicht, nämlich gesagt, es wird zwischen 8 und 20% sinken. Dementsprechend genau sind diese Zahlen natürlich. Aber man kann sich einfach anschauen, welche Branchen denn betroffen sind, welche Branchen geschlossen haben, welche Branchen systemrelevant sind, wo es wahrscheinlich keine Arbeitsplatzverluste geben wird. Und wenn man in den Branchen, die eben nicht systemrelevant sind, wenn man da 10% Arbeitsplatzverluste rechnet, sind wir schon alleine bei 250.000 Menschen. Das heißt, es ist nicht allzu weit gegriffen zu sagen, wenn diese Krise länger dauert, dann könnten das bis zu 800.000 weitere Arbeitsplätze sein. Die einzige Einschränkung ist natürlich das Kurzarbeitsmodell der Regierung. Wenn das gut angenommen wird, dann könnte das dementsprechend geringer ausfallen. Mhm. Vielleicht präzisieren wir das Ganze. Sie haben es schon angesprochen, es gibt verschiedene Berufsgruppen, die davon vor allem betroffen sein werden. Vielleicht können Sie jetzt dann auch nochmal darauf eingehen, welche das sind. Ja, ganz, ganz viele natürlich. Ne? Der gesamte Tourismus, der gesamte Hotelbereich. Wir haben Leiharbeiter, die in der Industrie schon gekündigt werden, wenn die Krise jetzt weitergeht und die Nachfrageindustrie einbricht oder wenn wir solche Zustände wie in Italien bekommen, wo dann die Industrie aktuell jetzt auch geschlossen wird, ist die natürlich, da arbeiten ganz viele Menschen, da wird könnte einiges an Arbeitsplätzen verloren gehen. Wir haben den ganzen Veranstaltungsbereich, den ganzen Kulturbereich, den ganzen Kunstbereich. Also da gibt es wirklich eigentlich eine fast endlose Anzahl an spezifischen Branchen, die da betroffen sein können. Sie haben ja die aktuelle Krise auch in Relation zur Weltwirtschaftskrise von 2009 gesetzt. Wie unterscheiden sich denn jetzt diese beiden Krisen? Na, die Finanzkrise war eine damals sehr überraschende Krise, die allerdings dann trotzdem eigentlich über 2 Jahre auf Österreich gewirkt hat, wenn man sich das an den Arbeitslosenzahlen ansieht. Schon allein diese eine Woche war schlimmer eigentlich als der schlimmste Monat während der Finanzkrise. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen auf diese aktuellen realen Arbeitslosenzahlen ein. Sie sagen ja für nächste Woche eine noch nie dagewesene Rekordarbeitslosenzahl hier in Österreich voraus. Wie wird sich die denn äußern? Können Sie das Ganze vielleicht auch beziffern? Ja, dafür muss man, glaube ich, weniger mutig sein als für die 800.000 Arbeitslosen. Das ist schon relativ sicher. Wir haben die letzte Zahl, die das AMS veröffentlicht hat, haben wir hergenommen und sie dann addiert mit den Mitte-März-Zahlen. Und da kommen wir auf 473.000 Arbeitslose inklusive Schulungsteilnehmer. Wir sind hier nur mit 20.000 Arbeitslose entfernt von der höchsten je gemessenen Arbeitslosigkeit in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da ist es natürlich auch nicht mehr weit bis zur magischen Zahl von 500.000 Arbeitslose. Ich würde vermuten, dass wir diese noch in dieser Woche erreichen werden. Damit wir jetzt aber nicht nur schwarz malen, Sie geben auch ganz klare Empfehlungen ab, wie die Bundesregierung ein völliges volkswirtschaftliches Desaster abwenden könnte. Was empfehlen Sie denn jetzt neben dem Kurzzeitarbeitsmodell zum Beispiel? Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass Einkommen und Konsum von Leuten stabilisiert werden, die eben jetzt nicht in die Kurzarbeit fallen. Das werden ganz viele Leute sein, gerade von kleinen Betrieben, die sich überlegen, nein, die Kurzarbeit ist mir zu unsicher, das traue ich mich nicht und da kündige ich einfach. Und um sicherzustellen, dass Leute hier
in der Arbeitslosigkeit gut über die Runden kommen in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit, schlagen wir vor eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes um 15% und andererseits und genauso der Notstandshilfe und andererseits aber auch eine Erhöhung der Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe auf mindestens 1.000 Euro im Monat. Ganz einfach deswegen, weil es in den nächsten Monaten nur sehr wenige Arbeitsplätze geben wird. Die Leute werden kaum Chancen auf Beschäftigung haben. Und da muss ich einfach bei Leuten, die jetzt arbeitslos werden, die sich ihre Lebensmittel, die sich ihre Hygieneprodukte, die sich ihre Miete weiterhin bezahlen müssen, sicherstellen, dass da genug Einkommen da ist. Herr Pizek, vielen Dank für Ihre Expertise. Vielleicht sieht ja auch jemand von der Bundesregierung aktuell gerade zu und wird sich dann den ein oder anderen Tipp zu Herzen nehmen. Dankeschön. Danke. Wir erinnern uns alle.